Moderator Jan Böhmermann war in Köln auf dem Weihnachtsmarkt. Danach macht er seinem Ärger Luft und beschließt, er will weniger auf Weihnachtsmärkte gehen. Die Preisgestaltung auf den Kölner Weihnachtsmärkten sorgt immer wieder für Diskussionen. Zuletzt war es der Winzer Glühwein für 5,30 Euro auf dem Weihnachtsmarkt im Stadtgarten. Jetzt hat Jan Böhmermann in der aktuellen Podcast-Folge Fest flauschig mit Olli Schulz über die Preise auf den Kölner Märkten abgelästert. Jan Böhmermann empört, Preise auf Kölner Weihnachtsmarkt zu teuer. Ich war diese Woche auf dem Kölner Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt, dem Markt der Engel. Da kostet der Flachs, gemeint ist der Flammlachs, Anmerkung. D. Red, inzwischen 10 Euro. Ein Flammlachsbrötchen, so ein billiges Aufbackbrötchen mit nem bisschen Eisbergsalat, Creme fraiche und Lachs. So eine kleine Schaufel Lachs. 10 Euro, als Tellergericht 15 Euro. Richtig obszön teuer, sagt Jan Böhmermann, der schon bald mit seiner beliebten Show bei ZDF zurückkehrt, enttäuscht. Jan Böhmermann genervt vom Kölner Weihnachtsmarkt, werde weniger auf Weihnachtsmärkte gehen. Die Schoko-Weintrauben, die ich dann immer zum Nachtisch esse, kosten auch inzwischen 5 Euro. Es ist der absolute Wahnsinn, legt Böhmermann nach. Auch das Raclette-Baguette auf dem Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist dieses Jahr preislich angestiegen. 7,50 Euro für so eine halbe Scheibe Baguette und ein bisschen Käse drauf. Aus so einer Hand, die seit 3 Wochen nicht gewaschen wurde. Das ist alles viel zu teuer, beklagt sich der Moderator. Die Konsequenz für ihn: Ich werde dieses Jahr weniger auf die Weihnachtsmärkte gehen. Das hat mich angenervt, dass es so teuer geworden ist. Immerhin, ein Preis sei hingegen relativ konstant, findet Podcast-Kollege Olli Schulz, der für die Champignon-Pfanne 7 Euro, und das Gute, da braucht man 2 Tage die Heizung nicht anmachen, weil man so einen heißen Furz hat. So teuer ist Glühwein im Durchschnitt auf deutschen Weihnachtsmärkten. Schaut man sich die Glühweinpreise an, scheint der Preiseindruck zu stimmen. Der aktuelle Glühweinindex von Activa besagt, im Schnitt kostet eine Tasse Glühwein in diesem Jahr 4,09 Euro auf deutschen Weihnachtsmärkten. Am teuersten ist die Tasse Glühwein in diesem Jahr mit durchschnittlich 5 Euro in Köln, Berlin und München. Den günstigsten Glühwein gibt es in diesem Jahr in Regensburg, 3,25 Euro. Doch die Preise sind nicht die einzige Debatte bei Weihnachtsmärkten. Kürzlich wurde ein Terroranschlag auf einen deutschen Weihnachtsmarkt geplant.